Herzlich willkommen, liebe Teddybär-Sport-User, am Pfingstmontagabend zu einer Sendung mit dem XTB-Vorstandsvorsitzenden Jens Redlich, den wir fragen wollen, hat er die Schmach seiner Absetzung im vergangenen Jahr von dem Amtsgericht Charlottenburg als TB-Boss überwunden? Gibt es Gerüchte, er, sein Ex-Trainer Dennis Kutrieb und Geschäftsführer Andreas Vogt wollen bei Berlin United eine dritte Kraft aufbauen? Eine Strafanzeige von Tennis Borussia soll es wegen seinen Sponsorengeldern geben. Darüber wollen wir natürlich auch mit ihm sprechen. Bevor wir das aber tun, habe ich euch einen Film vorbereitet als kleine Einstiegsversion für das Gespräch. Für die Berliner Fußballwelt ist es die Meldung des Tages. In der Geschäftsstelle von Tennis Borussia Berlin werden unter späterer Anwesenheit der Polizei die Schlösser ausgetauscht. Noch am Abend dieses schönen Sommertages gibt der Ex-Bundesligist und aktuelle Oberligist bekannt, dass der amtierende Vorstandsvorsitzende Jens Redlich und sein Geschäftsführer Andreas Vogt nicht mehr im Amt sind. Die neuen Vorsitzenden heißen Günther Brombusch und Steffen Friede. Die Spitze eines monatelangen heftig geführten Streites zwischen der Fanszene und Jens Redlich scheint ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Dass es die Möglichkeit gibt, dass Kontrolle im Verein stattfindet, dass ein Vorstand seine Zahlen offenlegen muss, dass er sich rechtfertigen muss, dass er Fragen beantworten muss und so weiter. Und dass es dann eben auch okay ist, wenn Mehrheitsentscheidungen getroffen werden und nicht, wenn einer in der Spitze mit welchen Tricks auch immer seinen Willen durchsetzt. Also Sie können gerne ins Stadion kommen, können dort feiern, können dort auch schreiben, Vorstand raus. Das gehört alles zum Fußball dazu. Aber man muss halt auch verstehen, dass wir hier einen Gesamtverein haben, der wirtschaftlich nur mal zu führen ist. Und das geht nicht, indem wir mal kurz auswürfeln, wer was bekommt, sondern da muss eine Struktur da sein. Und die haben wir gesetzt. Zu einem Showdown kommt es dann am 9/11 im Amtsgericht Charlottenburg. Mit einem Eilantrag versucht Jens Redlich, sich das Amt des Vorstandsvorsitzenden zurückzuholen. Doch dieser Versuch scheitert. Die Richterin stellt von Beginn an klar, einen Rücktritt vom Rücktritt sieht die Vereinssatzung nicht vor. Den hatte der Ex-Vorstandsvorsitzende im November 2019 dem Aufsichtsrat gegenüber mitgeteilt und kurze Zeit später zurückgenommen. Eine fast fünfjährige Ära endet damit abrupt. Der 39-jährige Inhaber einer Fitnesskette steckt insgesamt 2,5 Millionen in Lila-Weiß und rettet die Veilchen 2016 sogar vor der Insolvenz. Man müsste normalerweise mit so einer Marke wie Tennis Borussia, ja, und das ist immer das, was ich immer wieder sage, müssten sich die Leute in dieser Marke bündeln, um das eigentlich nach vorne zu entwickeln. Ja, weil das wäre der richtige Weg. Und so kocht jeder irgendwo so sein eigenes Süppchen und eigentlich ist da so viel Kompetenz im Berliner Markt. Bei aller Kritik um den 39-Jährigen muss man sagen, Tennis Borussia steht finanziell und sportlich so gut wie lange nicht da. Die spannende Frage wird sein, zieht sich Redlich zurück oder plant er ein Revival? Die Gerüchte um einen Einstieg bei Berlin United halten sich hartnäckig. Kehrt er tatsächlich als Investor in den Berliner Fußball zurück? Viele Fragen und reichlich Diskussionsstoff. Aktuell wurde auch bekannt, dass gegen ihn und Ex-Geschäftsführer Andreas Vogt von Tennis Borussia Berlin Strafanzeige erstattet wurde. Es soll um Differenzen bei den Sponsorengeldern gehen, die Jens Redlich trotz Absetzung als Vorstandsvorsitzender bis zum Saisonende voll zugesagt hatte.
Naja, wir haben einen Sponsorenvertrag für die Saison, den werden wir auch bezahlen. Ja, das ist eine Thematik, das ist ganz klar. Also wir haben in der Situation ja die erste Tranche schon überwiesen und da kommt nochmal ein Restbetrag auf und zu dieser Aussage und zu diesem Wort stehen wir, unabhängig davon. Jens Riedlich, herzlich willkommen bei Teddybear Sport Live. Danke. Ich hoffe, es geht dir gut, so sieht es zumindest aus im Hintergrund. Absolut, Frank, mir geht's eigentlich immer gut. Jens, Krise 2019, TB-Vorstand, deine Absetzung, Corona 2020, nochmal eine deftige Krise. Man könnte sagen, 2-0 gegen dich, Saison ist gelaufen, oder? In Bezug auf was genau, Frank? Was meinst du? Auf diese beiden Punkte. Deine Absetzung als TB-Vorstand und jetzt mit der Corona-Krise auch die wirtschaftlichen Folgen. Ich glaube, dass es so ist, dass man immer Dinge so annehmen muss, wie sie kommen. Ja, und ich habe das schon damals gesagt, sowohl bei TB als auch die Corona-Krise entstehen Situationen, mit denen muss man umgehen. Und Gott sei Dank sind wir in der Lage, auf der einen Seite natürlich finanziell damit umzugehen, was Corona betrifft, wo sehr viele Existenzen betroffen sind. Und auf der anderen Seite natürlich, ich als Person bin auch in der Lage, natürlich damit umzugehen, was bei Tennis Borussia dort passiert ist. Das gehört zum Fußballgeschäft. Wie geht's dir denn persönlich mit Corona zu tun gehabt im eigenen Umfeld? Wie sieht's wirtschaftlich aus? Wie geht's deinen Firmen? Ja, generell, also habe ich nichts mit Corona zu tun gehabt. Ich habe da ja auch meine eigene Meinung daraus gebildet, aus den Medien, aus vielen, vielen Bereichen, wo ich sage, dass es sicherlich wichtig war, dass es zu einem Shutdown gekommen ist. Aber wir auch ganz klar sehen müssen, dass natürlich jetzt die Erkenntnis da sein muss, dass eine Überreaktion stattgefunden hat und man wieder die Wirtschaftlichkeit stützen muss und die Wirtschaftlichkeit ankurbeln muss. Generell bei mir ist das so gewesen, ich habe ja viele Startup-Unternehmen begleitet über ein Jahrzehnt mittlerweile, habe viele Firmen davon auch veräußert. Einige Firmen haben es nicht geschafft, dass es da in der Startup-Szene ganz normal ist. Und ja, die Crunchfit, was immer so mein Steckenpferd war, Fitness, ist natürlich, die Branche ist schwer getroffen, wie viele andere Branchen auch. Das sind Millionen an Verlusten, die wir dort zu erleiden haben. Aber wie gesagt, das geht hier darum, gemeinschaftlich als Unternehmer das Personal auch zu schützen und diese Situation gemeinschaftlich auch durchzustehen. Musstet ihr Kredite aufnehmen? Mussten wir nicht, Gott sei Dank, weil wir über die Jahre gut gewirtschaftet haben. Wir haben natürlich sofort von den Banken die Zusagen bekommen, die Förderkredite, die von den Regierungen sozusagen ausgegeben wurden über die KfW, sind natürlich nichts weiter als Investitionsprogramme für den Mittelstand, sind keine wirklichen Hilfen. Das haben wir in dem Bereich sofort gesehen und haben gesagt, erstmal vielen Dank. Wenn die Notwendigkeit vorhanden ist, rufen wir sie ab. Aber aktuell sind wir wirtschaftlich gut aufgestellt. Jens, dieser 30. Juli 2019, das war der Tag, als TB das veröffentlichte mit der Neubesetzung des Vorstandes. Eine Woche zuvor gab es ja schon diesen Vereinsregistereintrag. Du warst, glaube ich, in Amerika. Wie hast du das mitbekommen? TB sagt, dass sie euch vorher nicht hätten erreichen können. Deshalb auch diese sogenannte Gewaltaktion mit diesem Schlüsseltausch und mit Andreas Vogt. Kannst du uns mal so ein bisschen da Einblick geben? Ja, also generell die Gewaltaktion und dann Schlüsseltausch, also generell ist es eine Thematik, ja, das entbehrt ja schon jeder Grundlage, sondern es ist eher so, dass das natürlich strategisch geplant war. Das ist okay, das ist eine Situation, die sicherlich durch persönliche Empfindlichkeiten von Christian Gebler als Chef der Senatskanzlei und auch der Franziska Hoffmann und Friede, der ja von uns sozusagen in dem Bereich aufgrund von Bestellungsthematiken rausgenommen wurde. Wir hatten das ja mal in einem Sommerinterview alles besprochen. Dort Empfindlichkeiten sind in diesem Bereich für sich lieber klar Schiff zu machen. Und das ist langerhand geplant gewesen. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das für sich so als den Weg für Tennis Borussia sieht. Nur wir sind davon weder in Kenntnis gesetzt worden oder haben uns da irgendwo inhaltlich ausgetauscht, sondern ich war in den USA, habe dann von Andreas Vogt einen Anruf bekommen, Kann ich mal ganz kurz unterbrechen? Wann hast du den Anruf bekommen? Wie spät war es in Deutschland? Das muss relativ früh gewesen. Also wann, weiß ich nicht. Also, es war irgendwann, mein Sohn kam zu mir und hat gesagt, Andreas Vogt muss mit mir sprechen. Das war irgendwann am Morgen. Und da habe ich gesagt, warum, er soll mich schlafen lassen.
Und dann bin ich runter, dann habe ich gesagt, gut, dann rufe ich zurück. Und da war es dann aber schon so, dass eben die Geschäftsstelle, die Schlösser ausgetauscht wurden, dass dort eben sich Zugriff verschafft wurde, weil man das Vereinsregister vom Aufsichtsrat hat ändern lassen, ohne sozusagen jetzt uns da in Kenntnis zu setzen. Es war halt einfach ein strategischer Kniff, den man dort für sich angewandt hat. Und dadurch ist jetzt die Ordnung so bei Tennis Borussia, wie sie ist. Kam es denn wirklich zum Polizeieinsatz und war es so, dass Andreas Vogt hektisch in letzter Sekunde noch Unterlagen beiseite schaffen wollte, mit Hilfe von Bodyguards? Ist das wirklich richtig? Also ich glaube nicht, dass Andreas Vogt Bodyguards hat. Die sollen so ausgesehen haben, wurde. Also ich sag mal so, ich sehe vielleicht auch aus wie Brad Pitt, aber dann muss man halt sehr schwach sein oder eine trübe Linse haben. Nein, das Thema ist überhaupt nicht. Andreas hat in der Situation mich darüber dann in Kenntnis gesetzt. Wir haben dann darüber gesprochen. Ich habe gesagt, du Andreas, bitte verschaff dir einen Überblick. Er ist in die Geschäftsstelle mit Zeugen reingegangen, Gott sei Dank, um dort einfach auch nicht irgendwelcher Anschuldigungen am Ende sozusagen mit denen konfrontiert zu werden. Und hat dann sein privates Zeug noch mitgenommen und hat sich dann sozusagen aus der Geschäftsstelle dann entfernt. Da war natürlich die Situation schon sehr angespannt. Ich war ja selber nun physisch auch nicht vor Ort, das muss man ganz klar sagen. Ich war ja, wie gesagt, nur mit Andreas in Kontakt und dann auch in der Situation mit den Leuten, die ihn da eben begleitet haben. Es waren zwei Herren gewesen, die dann einfach auch absichern wollten, dass ihm da nicht am Ende irgendeine üble Nachrede sozusagen widerfährt. Dann kam der Tag der Verhandlung am 11.09.2019. Die Faktenlage, Jens, war doch klar. Es gab einen Rücktritt von dir im November 2018 und dir war doch auch klar und eurem Anwalt, dass es einen Rücktritt vom Rücktritt in der Vereinssatzung nicht geben kann. Warum habt ihr euch da so die Hosen ausziehen lassen am Tag dieser Verhandlung mit dieser klaren Niederlage? Naja. Absolut, die Situation ist, über die Jahre hat sich die Stimmung zwischen Teilgruppierung der Fanszene und dem Aufsichtsrat mit dem Vorstand sozusagen zugespitzt und ist zu, sag ich mal, hinter den Kulissen zu Reibereien gekommen, in Wortgefechten, sag ich mal, wo man einfach unterschiedlicher Ansicht war. Und da gab es halt von mir auch eine Mail, wo ich gesagt habe, also dann gehe ich aus dieser Nummer raus und dann mach das halt selbst. Ich hatte diese Thematik dann auch innerhalb des Vereins mit den Funktionären auch besprochen und viele Leute haben mich dort dann adressiert, haben gesagt, mach weiter und bleib doch erhalten. Wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen, Tennis Borussia sportlich und wirtschaftlich nach vorne zu entwickeln. Und so bin ich dann im November, habe ich das dem Aufsichtsrat mit Christian Gebler und Franziska Hoffmann angeboten, in diesem Bereich eben weiterzumachen und habe gesagt, ich bleibe an Bord. Und man hat ja dann auch, ich glaube, du warst selbst dort anwesend, um das zu dokumentieren, habe ich ja auch als Vorsitzender dann im Januar die Vorstands- bzw. die Mitgliederversammlung geleitet und war ja noch weitere 6 Monate im Amt. Und wir, als es dann zu diesem Eilverfahren kam, Frank, war das so gewesen, wir haben ein Eilverfahren eingeleitet, um in der Situation Planungssicherheit für die Mannschaft und für den Verein zu haben, um dann nochmal das Ruder in Richtung Sport und Wirtschaft umzureißen. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht derjenige, der ich bin, sondern ich wollte da wirklich im Sinne des Vereins sportlich und wirtschaftlich die Situation weiter nach vorne entwickeln. Am Ende haben wir das Ding verloren. Das muss man akzeptieren und das habe ich ja auch danach gesagt. Jetzt sind andere Leute am Ruder und denen kann man halt nur Glück wünschen, unabhängig davon, wie man es subjektiv jetzt für sich selbst definiert oder betrachtet. Oder konntest du dir die Niederlage nicht eingestehen? Dir war doch ganz klar, das kann überhaupt nichts werden aufgrund der rechtlichen Lage, dass du auch vielleicht den Spielern und dem Trainer noch Hoffnung machen wolltest. Hier geht noch was, ich bin noch nicht abgeschrieben. Kann das der Grund gewesen sein? Ja, also es ist ein Projekt gewesen, in dem wir 100% uns involviert haben. Wir waren mit Herz und Leidenschaft dabei. Wir wollten gemeinschaftlich sowohl mit Dennis, mit der Mannschaft, mit allen Spielern, wo man über die Jahre zusammengewachsen ist, den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg im Kollektiv erreichen, auch mit Andreas, auch Jörg Zimmermann, der dabei war. Wir wollten in dieser Situation wirklich nach vorne gehen, wollten geschlossen den Erfolg generieren. Nach 2x2. Platz in der Liga, den wir hatten, einmal hinter Rathenow und einmal hinter Lichtenberg, was immer verdient war. Und wir haben gesehen, dass dieses Momentum kommen wird, was diese Saison auch gezeigt hat. Es trägt ja die Handschrift
des alten Vorstands. Und da muss man auch Dennis Gutrieb einen ganz großen Lob einfach aussprechen, weil er in diese Richtung auch es geschafft hat, diese Störfaktoren von der Mannschaft wegzuhalten. Und am Ende, Frank, ist es relativ simpel. Man muss als Vorsitzender alles dafür tun, um den sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg eines Vereins zu gewährleisten. Und wer wäre ich in einer Situation, dann einfach zu sagen, gut, jetzt hat man mal was auf die Finger bekommen und wir gehen nicht rein, um diesen Weg weiter zu beschreiten. Als die Gerichtsthematik dann durch war und es klar war, dass diesem Eilverfahren nicht stattgegeben wird, habe ich sofort auch gesagt, dann soll es so sein. Nur dann müssen es jetzt die anderen richten. Und von daher war das nicht eingestehen können, sondern wirklich im Sinne von Tennis Borussia den sportlichen und wirtschaftlichen Bereich dort nach vorne zu entwickeln. Rechtlich seid ihr, also du und Andreas Vogt, Geschäftsführer ehemals, immer noch nicht auseinander mit Tennis Borussia. Die Veilchen sollen Strafanzeige gestellt haben gegen euch. Soll wohl um Sponsorengelder gehen, die noch nicht hundertprozentig bezahlt wurden. Oder da gibt's wohl große Differenzen, was mit dem Geld gemacht worden ist. Bevor wir jetzt mal in die Thematik reingehen, würde ich gerne für unsere User so einen kleinen Film abspielen, was du nach der Verhandlung darüber gesagt hast, ja? Ja. Naja, wir haben einen Sponsorenvertrag für die Saison, den werden wir auch bezahlen. Ja, das ist eine Thematik, das ist ganz klar. Also wir haben in der Situation ja die erste Tranche schon überwiesen und da kommt nochmal ein Restbetrag auf und zu dieser Aussage und zu diesem Wort stehen wir, unabhängig davon. So, da sind wir wieder. Jens, du hast gesagt, du stehst zu deinem Wort. Bei TV gibt es andere Aussagen, dass das wohl nicht alles so eingehalten worden ist. Was kannst du dazu sagen jetzt, verbindlich? Ich stehe zu meinem Wort in den Sponsoring-Bereich. Genau. Ja, also generell stehe ich nicht nur zu meinem Wort in meinem Sponsoring-Bereich, ich stehe immer zu meinem Wort. Das ist der große Vorteil, den ich Gott sei Dank als Unternehmer in der Ethik des Handelns noch habe. Ja, wir haben dort einen Sponsoring-Vertrag und wir haben diesen Sponsoring-Vertrag mit Jens, ganz kurz, kann ich mal kurz unterbrechen. Der Sponsoring-Vertrag, der wurde ja erst in der Geschäftsstelle nicht gefunden. Den hast du ja nachgereicht. Ist das richtig? Der Sponsoring-Vertrag lag in der Geschäftsstelle laut meines Wissens immer vor, weil wir den ja im Mai gezeichnet hatten. Also im Mai war sozusagen, wir bereiten das immer zu einem Zeitpunkt April, Mai, so war es immer im Vorzeitraum gewesen. Ich denke, im Mai wurde der Sponsoring-Vertrag gezeichnet. Und wir haben dann diesen Sponsoring-Vertrag natürlich auch zu den Akten gelegt. Es wurde dann ja von Seiten des neuen Vorstands und des Aufsichtsrates im Hintergrund ja behauptet, dieser Vertrag liegt nicht vor. Ich meine ganz ehrlich, einen Vertrag, den ich gezeichnet habe, den habe ich ja selbst bei mir in den Unterlagen. Und von daher habe ich ihn nochmals, um jeden Zweifel dort auszuräumen, nochmals in Kopie eingereicht, mit einem Zeugen natürlich, sodass diese üble Nachrede da wirklich ein Ende findet, weil momentan versucht der Vorstand und der Verein Tennis Borussia dort wirklich Streuung, Desertation und Zersetzung auszuüben. Und das ist eine Frage, da muss man sich auch fragen, welches Geistesmutters Kind dort gerade sitzt. Da können wir zu den Geldern zurückkommen. Alle Gelder sind bisher von dir, alle Verpflichtungen sind eingehalten worden, ja? Also aus dem Sponsoring-Vertrag. Alle Verpflichtungen, also alles, alle Sponsoring-Verträge waren so gezeichnet, dass sie natürlich auch in einer Überweisung stattgefunden haben. Wir haben alle Summen immer per Banküberweisung getätigt und auch der Sponsoring-Vertrag diese Saison ist von unserer Seite zu 100% eingehalten worden. Wir haben eine Situation dort, dass wir im August 100.000 Euro dem Verein fälschlicherweise überwiesen haben, weil die Tranchenzahlung anders vereinbart war. Es war 80.000 und dann die Folgeraten, beziehungsweise die Folgerate. Und da ist es so gewesen, dass es eine Gutschrift gab über 20.000 Euro netto. Und diese Gutschrift wurde bis jetzt seitens Tennis Borussia noch nicht voll erfüllt. Wir haben 22.000 Euro von einem OLB-Konto zurückbekommen von Andreas Vogt, weil er zu dem Zeitpunkt auf einmal feststellte, dass er gar keinen Zugriff mehr hatte. Diese Ereignisse haben sich sehr stark überschnitten und somit ist der Verein noch aktuell der Crunchfit 1.800 Euro säumig. Und der noch ausstehende Sponsorenbetrag, der sozusagen im Dezember fällig war, wurde von unserer Kanzlei gegenüber dargestellt, dass wir um dementsprechende Rechnungslegung bitten. Aber aufgrund der Strafanzeige, dass Tennis Borussia Andreas Vogt und mich auf eine 500.000 Veruntreuung verklagt hat, ist das eine Situation gewesen, dass sie für sich entschlossen haben, diese Rechnung nicht einzureichen, weil man sich da vielleicht auch hofft, irgendein Szenario konstruieren zu können, was sicherlich
was ich hier sagen kann, kein Erfolg haben wird. Also ich hoffe, wir haben alle heute unsere Ohren gewaschen. Ja, es geht wirklich um eine 500.000 Veruntreuung. Richtig? Das ist das, was in der Strafakte steht. Also man meint, also ich habe ja 2,5 Millionen roundabout in diesen Verein sozusagen ohne irgendwelche Rückkredite oder sonst was. Ich habe dieses Geld in den Verein reingegeben, um diesen Verein inhaltlich substanziell nach vorne zu bringen, sportlich und wirtschaftlich. Und nun wird behauptet, Andreas Vogt, respektive der Vorstand Jörg Zimmermann, meine Person, in unterschiedlichen Abstufungen hätten dort in dem Bereich 500.000 sozusagen aus diesen Geldern veruntreut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, schon alleine, wenn man sich das mal überhaupt so anhört, muss man ja eins verstehen. Welcher Unternehmer gibt 2,5 Millionen aus seiner eigenen Firma in einen Verein rein, um dann in diesem Verein, wo noch mehr Augen und Ohren sind, 500.000 zu veruntreuen. Also das Ding ist ja, das ist so substanzlos und so hanebüchen. Und das haben wir ja in der Strafakte gesehen, auch Frau Hoffmann, das ist teilweise so substanzlos, was da zusammengeschrieben wurde, dass ich zwar abends immer eine Lektüre habe, über die ich dann so ab und zu schmunzeln kann und mit dem Lachen ins Bett gehe, aber es trotzdem am Ende als sehr, sehr traurig und teilweise von der Ethik des Handelns der Leute Gebler und Hoffmann und allen anderen, die dort sozusagen sich tummeln, schon stark bedenkenswert finde. Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren? Das Geld kommt ja von Crunchfit an Tennis Borussia Berlin. Und ihr sollt genau, dann also mit anderen Sachen dann... Wir haben ja noch mehrere Sponsoren gehabt immer, ob das jetzt Ehrenkönig war, ob das Outman war, ob das also ganz viele Sponsoren in Höhe von 10.000, 20.000, 30.000 Euro. Wir hatten ja auch, habt ihr ja gesehen, im Pokalfinale, als wir gegen Viktoria gespielt haben, nochmal einen separaten Trikotsponsor für uns gewinnen können in fünfstelliger Höhe. Das sind alles Themen gewesen. Diese ganzen Zahlungen liefen immer offiziell und von daher gibt es die Summe nicht nur von der Crunchfit entstanden, sondern diese Summe ist entstanden aus vielen Sponsoren, die dann den Etat abgebildet haben. Ja. Also Tennis Borussia wirft euch vor, diese Gelder teilweise zweckentfremdet zu haben. Sehe ich das so richtig? Tennis Borussia wirft in erster Linie Andreas Vogt und meiner Person vor, 500.000 veruntreut zu haben. Und das muss man sich nur auf der Zunge zergehen lassen. Also zunächst einmal, ich als Vorsitzender, der selbst 2,5 Millionen in diesen Verein den Löwenanteil reingegeben hat, würde ja sicherlich nicht zulassen, dass ein anderer Mensch sich 500.000 aus dem Verein rausnimmt. Und ich selber habe sicherlich kein Interesse daran, deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln, in einer Sache Gelder zu veruntreuen, also dieses Interesse hege ich generell nicht, Gelder zu veruntreuen, die ich eigentlich bereitwillig zu jedem Zeitpunkt dem Verein zur Verfügung gestellt habe. Und da muss man halt einfach sagen, da wird durch diesen Bereich wirklich etwas konstruiert, wo sie aufpassen müssen, dass es nicht am Ende eine Verleumdungsklage geben wird. Aber wir werden uns jetzt dieser Situation stellen. Wir werden diese Situation im Keim ersticken und werden bereit sein, unsere Antwort zum richtigen Zeitpunkt zu geben. Es ehrt dich ja, wenn du schmunzelst, aber bei der ersten Verhandlung bist du auch sehr siegessicher in den Prozess gegangen. Dann bist du auch kläglich gescheitert vor Gericht. Und denkst du nicht, dass du mit einigen Sachen dann auch zu sorglos umgehst und die unterschätzt? Nein, also ich denke nicht, dass ich zu sorglos damit umgehe. Ich glaube, ich habe in einer Situation den Verein Tennis Borussia und die Teilbereiche der Fanszene sicherlich unterschätzt. Ich habe mir den falschen Verein am Ende ausgesucht. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn du mich das rückwirkend jetzt fragen würdest, habe ich etwas unterschätzt, dann habe ich unterschätzt, dass ein Verein infiltriert wurde und in der Situation durch eine wirklich teilweise linke Unterwanderung auch diesen ganzen Antifa-Bereich und Leuten, die wir natürlich auch in der Politik finden. Ja, die SPD ist ja auch links unterwandert. Ja, und das ist dort eine Situation gewesen, die sehr, sehr extrem sich leider unsubstanziell dann geäußert hat und leider den Verein am Ende wirklich beschädigen wird. Aber das wird man jetzt nicht sehen, sondern erst in den nächsten 1 bis 2 Jahren, respektive hat man jetzt schon gesehen, auch in den Bereichen der Abgänge, in der Situation der zweiten Herrenmannschaft, in dem Aspekt Andreas Kervin, der jetzt raus ist. Wir haben uns immer alle gerieben, aber das war immer eine Situation, wo es um den Verein ging. Und jetzt geht es nicht mehr um den Verein. Und das habe ich definitiv, Frank, zu sorglos gesehen, weil ich diese Thematik unterschätzt habe, dass der Profilierungsdrang
einer Szene größer ist als das Wohle des Vereins. Wie stellt sich jetzt der Ist-Zustand da? Habt ihr schon die Strafanzeige beantwortet? Kommt es zu einer Verhandlung? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe in der Situation mit Herrn Portius in dieser Thematik natürlich zusammengesessen. Wir haben dort unsere Anmerkungen gemacht. Ansonsten liegt das in den Händen des Anwalts und der Kanzleien. Wir sehen dort aber wirklich jetzt kein großes Risiko in Bezug auf das Eilverfahren, um da mal nachzugreifen, was du erwähnt hast, Frank. Das war eine Situation gewesen, da wussten wir von vornherein, dass die Chancen sehr gering sein werden, weil Eilverfahren werden vom Amtsgericht in größerer Manier natürlich öfter abgelehnt, als dass sie bewilligt werden. Aber nichtsdestotrotz mussten wir dafür alles tun, um am Ende innerhalb dieses Vereins und für den Verein alles zu geben, um die wirtschaftliche und die sportliche Thematik auch zu sichern. Und das ist uns nicht gelungen. Das ist uns nicht gelungen. Das muss man akzeptieren. Und da bleibt nur noch der Dank. Und das ist halt ein Thema auch an Dennis Gutrieb und an die ganze Mannschaft, dass sie in der ersten Herrenmannschaft es geschafft haben, das wirklich so lange von sich fernzuhalten und trotzdem mit einer Bravour dort diese Ergebnisse geliefert haben, so wie ich es auch von ihnen zu jedem Zeitpunkt erwartet habe. Und das zeigt auch die Handschrift und den Charakter dieser Einheit. Bevor wir zu der Fanproblematik kommen, du bist im Heimspiel gegen den FC Strausberg, da warst du nicht mehr Vorstandsvorsitzender, aber noch Sponsor. Da bist du von Ordnern nach dem Spiel abgeführt worden. Ich glaube, das war Strausberg, korrigiere mich gerne. Das war Strausberg gewesen im Heimspiel, genau. Was denkt man da, Jens? Man steckt 2,5 Millionen Euro in einen Verein, sorgt dafür, dass er überhaupt gegen Strausberg spielen kann. Gut, die Oberliga hätte man auch so vielleicht halten können. Was denkt man da als Mensch, wenn man da so diskreditiert wird? Ja, erstmal ist es so, Frank, ich glaube, zunächst einmal bin ich kein Mensch, der sich generell irgendetwas verbieten lässt. Ja, also das liegt nicht in der Natur meines Charakters. Das zweite Thema ist, ich habe da auch keine Hard Feelings gegenüber den Vereinsverantwortlichen, die jetzt dort sitzen. Auch nicht gegenüber von Gebler oder Hoffmann in der Sache, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich habe dort 2,5 Millionen reingesteckt. Ich bin mit diesem Invest 100% im Reinen, weil es immer einer Situation galt für den Verein ohne irgendwelche Rückvergütung. Es gab dort nie ein Interesse für mich, daraus Kapital zu schlagen. Und von daher, es war der teuerste Fußball, den man sich mal jetzt zwischendurch gekauft hat, muss man ganz klar sagen. Aber die Situation ist für mich eher erschreckend in den charakterstereotypischen Merkmalen der Leute, die dort sind, in Bezug, wie sie dann im Nachgang eigentlich mit dieser ganzen Thematik, auch Andreas Vogt, muss ich dazu sagen, umgegangen sind. Das ist erbärmlich, das ist traurig und da will ich mich mal außen vor nehmen, weil ohne diesen Mann Andreas Vogt und auch damals ohne sicherlich Daniel Vollbart in dem Bereich, wäre der Aufstieg ja in die Oberliga überhaupt gar nicht möglich gewesen. Ja? Und das sind so Dinge, da vergisst der ein oder andere irgendwo, wo er herkommt und glaubt jetzt in einer Situation etwas zu kreieren oder zu gestalten zu können, weil dort er selber eine persönliche Empfindlichkeit hat. Und das ist schon sehr schwach. Jetzt hast du mir das aber nicht mit dem Menschen beantwortet, was du als Mensch gedacht hast darüber. Das, was ich dir gesagt habe, ich habe sie beantwortet. Ich habe dir gesagt, dass es für mich keine Thematik gibt, dass ich dort irgendwie einen Groll habe oder so. Ich habe sowas nicht. Wenn man denkt, frag das mal so, wenn man denkt, dass man in einer Situation so mit jemandem umgehen muss, der dort drei oder dreieinhalb Jahre alles innerhalb dieses Vereins versucht hat, innerhalb der Wirtschaftlichkeit und der Sportlichkeit zu adjustieren, dann ist das etwas, das muss man akzeptieren. Ja, das muss man akzeptieren. Und für mich ist es nur einfach bedenklich, was jetzt gerade mit dem Verein passiert. Und ich bin dort nur jemand, der alles für diesen Verein immer versucht hat, sportlich und wirtschaftlich zu machen. Frank, die Situation ist, das ist das Geschäft. Wenn du morgen irgendwo bei einem Konzern arbeitest und man sagt, that's not the way anymore, du bist dort raus, ja, dann bist du raus. Da geht es nicht um persönliche Empfindlichkeiten, sondern geht es darum, genauso gerade wie man reingekommen ist, auch gerade wieder herauszugehen. Ja, ein guter Übergang zu dieser Fanproblematik. Viele Außenstehende und Kritiker haben immer geäußert, dass das Verhältnis zu den Fans
dass sie das mal den Kopf kosten könnte. Es gab ja einen monatelangen Streit mit der Fanszene, fing mit der Regenbogenfahne an und endete dann auch mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung, wo ich ja auch war, wo euch vorgeworfen wurde, Stimmen gekauft zu haben, damit der Aufsichtsrat mit euren Leuten aufgefüllt werden kann, die euch dann wählen. Weil bei TB ist es ja so, auch bei anderen Vereinen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand wählen muss. Und das war von euch gnadenlos konstruiert. Ihr habt da wirklich mit Mafia-Methoden gearbeitet, sagt die Fan, nicht nur die Fanszene, auch andere. Bevor wir jetzt mal in diese Thematik gehen, würde ich gerne den Usern einen Film abspielen und dann kommen wir mal wieder zurück, ja? Okay. Dass es die Möglichkeit gibt, dass Kontrolle im Verein stattfindet, dass ein Vorstand ja seine Zahlen offenlegen muss, dass er sich rechtfertigen muss, dass er Fragen beantworten muss und so weiter. Und dass es dann eben auch okay ist, wenn Mehrheitsentscheidungen getroffen werden und nicht, wenn einer an der Spitze mit welchen Tricks auch immer seinen Willen durchsetzt. Also Sie können gerne ins Stadion kommen, können dort feiern, können dort auch schreiben, Vorstand raus. Das gehört alles zum Fußball dazu. Aber man muss halt auch verstehen, dass wir hier einen Gesamtverein haben, der wirtschaftlich nur mal zu führen ist. Und das geht nicht, indem wir mal kurz auswürfeln, wer was bekommt, sondern da muss eine Struktur da sein. Und die haben wir gesetzt. Jens, meine konkrete Frage dazu. Warum muss man einen Verein anders führen als ein Unternehmen? Muss man nicht. Warum hast du es anders gemacht? Habe ich nicht. Du hast deinen Verein nicht wie ein Unternehmer geführt, knallhart. Also, du hast mich gefragt, warum muss man einen Verein anders führen als ein Unternehmen? Ja, ich wollte dich ein bisschen rauslocken. Ja. Aber wollte ja, auch das... Habe ich gesagt, habe ich nicht. Gehe ich nochmal auf das Interview ein. Diese letzte Passage, wo du sprichst. Da spricht ein knallharter Unternehmer, der auf nichts Rücksicht nimmt. Auch nicht, da ging es darum, die Fans wollten ihre, TBF wollten ihre eigenen Beiträge verwenden. Klar. Ja? Da kannst du ja immer zwei Meinungen geben. Aber warum muss man da die harte Keule rausholen, knallhart, dann auch den Unternehmer spielen? Ja, weil wir hier nicht in einer Bananenrepublik sind. Das geht nicht um die knallharte Keule, sondern niemand hat das Recht, seine eigenen Beiträge zu erheben. Kannst du in die Satzung reingucken? Man kann Zusatzbeiträge erheben, um andere Dinge auszugestalten. Aber die Beiträge stehen ausschließlich dem Verein zur Verfügung. Also da wird die Satzung versucht, natürlich zu missbrauchen. Und das ist einfach falsch. Man kann Zusatzbeiträge erheben, um, sage ich mal, andere Dinge zu gestalten. Das ist gar kein Problem. Aber die grundlegenden Beiträge gehören dem Verein. Jetzt frage ich dich mal, lieber Frank, wenn du in einer Situation bist und wir skalieren das ganze Ding mal nach oben, jetzt kommt jeder in einen Profiverein und sagt, du, aber meinen Beitrag, den möchte ich jetzt dafür verwenden. Und der Nächste kommt, der sagt, er möchte den Beitrag dafür verwenden. Da gibt es nur eine Möglichkeit, tritt aus und mach etwas anderes. Ja? Also das generelle Thema ist hier ganz klar, das operative Geschäft und die Inhalte, die müssen in dem Verein von Leuten operativ geführt werden, die nicht in einer Situation nur ausschließlich aus den Mitgliedern bestehen. Und das ist ja eine lange, lange, lange Frage oder eine lange Diskussion, die man nun mal in diesem Sport führt. Man hat clubgeführte Vereine, sag ich mal, zum Beispiel in der NFL, in den Bereichen Owners Clubs, ja, oder man hat jetzt in Deutschland natürlich noch diese Semi-Romantik. Das grundlegende Problem, Frank, ist, ich bin natürlich ein absoluter Befürworter dafür, dass man sagt, ey, Mensch, Fans in den Verein, gar kein Problem. Das Problem ist aber, dass die realwirtschaftliche Thematik sich so nicht mehr darstellen lässt. Es gibt ein Massensterben in der Regionalliga. Wir haben ein Riesenproblem in der Oberliga. In der Berlin-Liga wissen schon die Vereine teilweise nicht, wie sie durch die Saison kommen sollen. Und wir leben bei Tennis Borussia in einem Verein, der natürlich eine Reputation noch hat aus der Vergangenheit, aber nun mal erkennen muss inhaltlich, dass die Situation aus Romantik nicht die Mägen füllt von den Spielern und auch nicht den Verein am Ende sportlich oder wirtschaftlich nach vorne bringt. Und diese Semi-Romantik, die hat leider in der Regionalliga und in der Oberliga, wenn man leistungsorientierten Sport betreiben möchte, keinen Platz. Und da hast du recht. Ich habe mir den falschen Verein dafür ausgesucht und das ist eine Situation, das ist ein Erfahrungswert, den ich für mich definitiv eingesammelt habe. Kritiker werfen dir vor, du wärst nicht kommunikativ gewesen, nicht diplomatisch, du hättest ja auch mit den Fans das Gespräch suchen können, auch wenn es schwierig war zu dem Zeitpunkt. Habe ich eine Zwischenfrage? Du siehst ja, ich rede mit dir. Wenn du jetzt bei TB jemanden anrufst, kommunizieren sie mit dir? Ich frage dich mal, reden sie mit dir?
Darum geht's jetzt gar nicht, Jens. Es geht ja jetzt auch darum, in der Zeit, wo du gewirkt hast. Ja, also ich denke, ich habe immer geredet. Das Thema ist, ich habe immer geredet in einer Situation mit jedem, der mit mir reden wollte, um das mal wieder zu substantiieren. Das Thema ist, ich habe mit jedem Menschen immer gesprochen. Ich habe in Situationen, selbst wenn Andreas Vogt und ich uns mal uneins waren, was genauso passiert. Ich habe mich auch mal mit dem Jörg irgendwie, mit dem Jörg Zimmermann da in einer Situation mal gekappelt. Das gehört aber in einem Team dazu. Aber es galt immer für uns ein Satz und das war kein Blatt Papier. Kein Blatt Papier, was zwischen uns passen darf, damit wir diesen Verein substanziell nach vorne entwickeln. Und natürlich haben wir gesprochen, aber man konnte leider den Standpunkt eines anderen innerhalb des Vereins nicht akzeptieren. Warum? Weil dieser Verein, und da müssen wir den Finger auch mal in die Wunde legen, nun einmal von einer Romantik lebt, wo der Verein von einer sequentiellen Fanszene bestellt werden will. Das war schon vor meiner Zeit so, wo dieser Gedanke herrschte. Ich habe das jetzt ein bisschen zu einer Thematik getrieben, wo es dann halt richtig rausgekommen ist. Dieser Verein wird inhaltlich so nicht auf Dauer leistungsorientiert spielen können. Darüber sind wir uns einig. Das Thema ist aber, dass die Leute, die momentan nun mal da sind, da möchte ich jetzt auch den Herrn Brombusch mal ein bisschen rausnehmen, weil den habe ich noch nie getroffen, außer einmal im Vereinscasino. Da ist es halt so, dass diese Leute überhaupt nicht wissen, wie sie solch eine Situation anstellen sollen, geschweige denn Interesse daran hegen, überhaupt in den professionellen Sport hinein sich zu entwickeln. Sie wollen in der Situation ihr Politikum bestellen und darüber ein Organ schaffen, wo sie Gehör finden. Und da wird der Verein gerade ganz schwer missbraucht. Nochmal zu dem, warum setzt man sich, wenn ihr euch da getroffen habt im Vereinscasino, Jens, warum setzt man sich mit dem Herrn Brombusch nicht zusammen, trinkt ein Bierchen und sagt, ich gebe das Geld, ich vertraue dir als Vorstandsvorsitzender, der selber ja Hochschullehrer, der selber an der Hochschule für Finanzen lehrt. Das wäre doch auch, dann hättest du weniger Stress. Du liebst diesen Verein, das hat man ja auch gemerkt in den vergangenen Jahren. Tennis Borussia, der ist dir sehr ans Herz gewachsen. Warum denn nicht so ein Modell? Du bist Unternehmer, du hast so viel Stress. Warum nicht Leuten vertrauen, die vernünftig auch argumentieren? Günter Brombusch schätzt sich so ein. Warum also geht sowas jetzt, nicht? Was du jetzt machst, Frank, ist, jetzt haust du da alles in eine Kiste. Also das Erste ist Brombusch zum Beispiel. Herr Brombusch ist eine Person, zu der kann ich inhaltlich gar nichts sagen. Ja? Ich habe ihn einmal gesehen im Casino und da war es nicht davon geprägt, mit einer Sache inhaltlich zu werden, sondern wir standen nach dem Spiel zusammen und haben uns kurz begrüßt. Da gab es keinen inhaltlichen Austausch. Leuten zu vertrauen, sagst du jetzt den Leuten, die jetzt dort sind, also Frank, dann müsste ich von Schwachsinnigkeit geprägt sein, den Leuten zu vertrauen, die dort gerade am Werke sind. Das ist eine Situation, das ist so, als ob du sagst, ich lasse einen Blinden Auto fahren. Ja, ganz kurz, aber vielleicht mal kennenlernen. Ich kenne den ganzen Aufsichtsrat, ich kenne den Vorstand, der jetzt dort sitzt. Und ich meine, du kannst dich ja fragen, ob du dich an den Sportwagen reinsetzt auf die rechte Seite und der sagt, du, ich habe nur noch 10% Sehkraft, aber ich fahre gern schnell. Dann setz dich da hin. Na, vielleicht lernt man ja da mal dazu im Leben. Ja, und dann lernst du einmal kennen. Dann kannst du ja kennenlernen, kannst du ja machen. Nein, also Frank, wir müssen in einer Inhaltlichkeit bleiben. Und die Inhaltlichkeit ist, wir mussten uns dort durchsetzen. Es gibt nur ein Grundthema. Dieser Verein hat in einer Situation ein strukturelles Problem der Leute, die dort glauben, diesen Verein für sich als Politikum zu missbrauchen und dann in der Situation sagen, der Verein muss für uns dann ein Sprachrohr sein, um unsere Message dort irgendwo zu transportieren. Am Ende hat dieser Verein nur eine Aufgabe. Jeder Verein hat nur eine Aufgabe. Das ist sportlich, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und solange, wie man glaubt, in diesen Ligen, dass das nicht so ist, wird es auch zu einem Massensterben kommen. Schau, Wattenscheid 09, schauen wir uns diese ganzen Vereine an, die in höchsten Schwierigkeiten stecken. Erfurt, wo Thomas Bodaric von uns hingegangen ist. Das sind Themen, da sind jetzt andere Fanszenen, da sind andere strukturelle Themen wieder. Wir wollen da alles nicht zusammenwerfen. Aber das ist so schwer für die Vereine. Und Tennis Borussia hat das größte Problem begründet darin, dass halt einfach ein Politikum erzeugt wird in diesem Verein. Und dieses Politikum ist halt eine Unterwanderung. Und der Verein wird das auf jeden Fall sportlich und wirtschaftlich in den nächsten Jahren
bezahlen. Leider, leider. Und das ist das Schlimme. Leider, Frank, ja, weil diese Situation ist dramatisch. Kommen wir zum Tagesgeschäft, Jens. TB steht finanziell und sportlich top da. Mit dem Personal der vergangenen Jahre, was du und Andreas Vogt ausgewählt haben, habt ihr alles richtig gemacht. Du hast nicht nur einen guten Vorstandsvorsitzenden gemacht, sondern auch einen hervorragenden sportlichen Leiter. Ich würde jetzt gerne nochmal den Usern einen Film einspielen wollen und dann kommen wir nochmal zurück. Ich möchte nur eins sagen, sportlicher Leiter war immer für mich der Trainer selbst. Ich habe mich in die sportlichen Belange niemals sowohl bei Thomas Bodaric als auch bei Dennis Kutip eingemischt. Ich habe immer in einer Situation mit Jörg Zimmermann zusammen und Andreas Vogt gesagt, die Entscheidung soll der Trainer treffen, völlig eigenständig sich sein Team zusammenzubauen, weil wie willst du jemanden verbindlich halten, der in einer Situation sein Team nicht zusammenstellen kann? Also ich denke, wir haben in einer Situation die Kompetenzen zu einem Zeitpunkt so verteilt auf die besten Leute, die wir hatten. Und da hatten wir ein gut funktionierendes System. Aber entschieden hat immer der Fachbereich für sich selbst. Jens, ich spiele mal den Film ein, ja? Man müsste normalerweise mit so einer Marke wie Tennis Borussia, ja, und das ist immer das, was ich immer wieder sage, müssten sich die Leute in dieser Marke bündeln, um das eigentlich nach vorne zu entwickeln. Ja, weil das wäre der richtige Weg. Und so kocht jeder irgendwo so sein eigenes Süppchen und eigentlich ist da so viel Kompetenz im Berliner Markt. Also wenn man diesen Beitrag gehört hat, dann kann man sagen, der hat ein Vollprofi gesprochen. Ein Visionär, positiv, realistisch, dem man auch vertrauen kann. Eine persönliche Niederlage für dich. Hat man dir dein Baby geklaut? Nein. Man besitzt nichts, was man nie besessen hat. Es war eine Situation gewesen, dass in dem Bereich es eine Chance gab, etwas zu entwickeln, und eines Tages wäre auch der Zeitpunkt gekommen, wo ein Andreas Vogt oder meine Person sich hätten irgendwo professionell einreihen müssen, weil einfach noch mehr Kompetenzen im Fußball dann dazugekommen wären, die man sich dann hätte auch reinholen müssen. Man hat mir nicht etwas geklaut, man hat den Verein um eine Möglichkeit beraubt. Also bist du nicht enttäuscht und okay, du schaust jetzt nach vorne, aber bist du nicht wahnsinnig enttäuscht, dass man dir wirklich auch, du hast ja mit einer so großen Hingabe auch diesen Verein geführt, du wolltest ihn vielleicht in die dritte Liga, sogar in die zweite Liga führen, dass man dir da wirklich viel weggenommen hat? Soweit. Also erstens, nein, enttäuscht bin ich nicht. Ich bin in einer Situation, wenn du so viel Leidenschaft und Herzblut für eine Sache investierst, fällst du danach erstmal so, fällt auch Last ab, aber es fällt auch eine Situation von dir ab, wo du sagst, Mensch, wie konnten die Leute es nicht sehen, was richtig für diesen Verein Tennis Borussia war. Aber das gehört nun mal dazu, und es gehört auch dazu, in einer Situation das zu akzeptieren. Es ist nicht mein Baby. Ich bin jemand gewesen, der dem Verein eine Möglichkeit und eine Chance gegeben hat. Und am Ende, wenn man das sportlich und wirtschaftlich nun mal betrachtet, waren wir substanziell auf dem richtigen Weg. Jedoch muss man dann eingestehen, dass man gescheitert ist an dem Verein an sich, in den Strukturen der Leute, die nicht das Interesse im Vordergrund hegen, sportlich oder wirtschaftlich Tennis Borussia zu stützen, sondern für sich versuchen, darüber Politik zu machen. Jens, Berlin United. Die Gerüchteküche brodelt. Berlin United. Kenn ich nicht. Die Gerüchteküche brodelt. Man sagt, Dennis Kutrieb, Andreas Vogt und Jens Redlich steigen in Kürze beim Charlottenburger Berlin-Ligisten ein. Wer sagt das? Also mir werden ständig SMS zugespielt, die das auch konkretisieren und behaupten, also wenn das, da geht, also da muss ich dir... Ja, also willst du mir so ein paar Namen nennen oder möchtest du es gerne anonym halten? Gerne anonym halten. Eine rhetorische Frage bekommt die Antwort. Ja, also die Situation ist, nein, ich habe mit dem Stefan Teichmann genauso gesprochen wie mit vielen anderen Vereinen von der dritten bis hin zur Berlin-Liga. Da ging es um unterschiedliche Themen. Das eine war Sachkompetenz, das andere war finanzielle Thematik, Investment, blablabla.
Berlin United steht in keinster Weise zur Disposition. Das liegt einfach daran, dass ich generell nur eine Zukunft sehe im sportlichen Bereich eines Vereins, der auch eine starke Jugend hinten dran hat. Zwar ist bei TB so, das ist in einer Situation bei Hertha 03 so stark, Union, Hertha, da, da, da. Diese ganzen Vereine, die in Berlin sind, Berlin United und andere Vereine, die dort dementsprechend die Strukturen nicht haben, werden nicht von mir irgendwo, mich da irgendwo auf der Bildfläche sehen. Und Dennis Kutrieb, da kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, der hat andere Angebote. Schönen Gruß von Ali Hahn. Soll ich dir bestellen? Lieben Gruß zurück. Jens, wir haben für dich alle Türen offen. Sag ihm, das weiß ich. Und sag ihm vor allen Dingen, dass ich ihn hochgradig respektiere, lieber Ali, wenn du da bist. Weil du bist ein Mensch, der wir haben ein Thema, wir würden uns, glaube ich, wenn wir inhaltlich zusammenarbeiten würden, reiben. Du bist jemand, vor dem ich größten Respekt habe und den ich wirklich schätzen gelernt habe, Ali. Ich kann dir nur die Daumen drücken für den BHK und gerne gehe ich mit dir wieder in der Türkei mal ein wenig in dieses Fischrestaurant was essen. Dankeschön, Ali. Ich schmeiß mal ein paar Kommentare hier rein, ja, von Bernd Fiedler von Stern 1900. Ohne Vogt würde es heute TB nicht mehr geben. Mein Eindruck nach der Insolvenz von TB. Zu 100%. Da, auch wenn ich einige Aussagen von Bernd Fiedler so nicht unterschreiben würde, weil ich dort andere Ansichten habe, muss ich ganz klar sagen, dass er auch viele Themen hat, wo er 100% richtig liegt. Ja, also man ist ja immer die Frage der Perspektive. Man kann über alles reden. Ohne Andreas Vogt wäre dieser Verein gar nichts gewesen. Danke. Dann habe ich hier nochmal von Bernd Fiedler. Bernd, für Berlin alles ganz bedauerlich. Wäre ein Aufeinanderzugehen Fans und redlich wirklich doch möglich gewesen, dann wäre das alles nicht entstanden. Ein Verein ist nicht in allen Bereichen ein Gefühlsleben und eben auch Tradition. Das kannst du doch auch zu 100% unterschreiben, oder? Das kann ich in einer Situation zu 100% bestätigen. Ja, auch darin. Das ist jetzt so ein bisschen mehr Polemik. Das andere Thema ist mehr substanziellerer Natur und von daher sind beide Aussagen erstmal so absolut tragbar. So, wir haben viele Zuschauer, die uns natürlich hier sehr interessiert beobachten. Jens, ja, überhaupt dein Zukunftsbild. Wie müsste so ein Verein bei deinem nächsten Invest aussehen? Es wird kein nächstes Invest geben, auch das habe ich schon mal gesagt. Es gab für mich Tennis Borussia Berlin in einer Situation, wo ich in der Jugend selber gespielt habe. Es gab ja für mich nur zwei Vereine. Ich komme ja aus Ost-Berlin, aus der Wuhlheide. Eigentlich bin ich Eiserner, Eisern Union, ja, da war ich schon immer gewesen. Und die Situation für mich ist so, als ich dann vor der Grenzöffnung rüberkam, habe ich sowohl beim SC Starken gespielt, als auch bei Tennis Borussia Berlin. Und ich weiß auch, dass das für den einen oder anderen zu einer Ambivalenz führen könnte, weil wir ja auch dieses Jugendpokalspiel dort hatten, wo es zur Ausschreitung kam, als wir in den DFB-Pokal eingezogen sind mit Dennis Kutrieb. Das ist eine Situation, das sind so zwei Vereine, die mir sehr am Herzen lagen immer. Und von daher gibt es da keine Thematik dort. Gibt es dort keine Thematik aktuell, wo ich mich irgendwo als Investor involvieren würde? Periodisch nicht, also die nächsten Monate oder schließt es generell aus? Nein, ich hatte generell, du musst eins sehen, Frank. Ich hatte in einer Sache einige Angebote gehabt, auch ohne Geld irgendwo hinzukommen und dort strukturell etwas aufzubauen. Das Thema ist halt für mich, Fußball hat seine eigenen Gesetze und ich möchte Vereine unterstützen, immer helfen und dort auch etwas nach vorne bewegen. Aber ich glaube, dass das nicht nur immer monetär ist. Sicherlich habe ich da auch den ein oder anderen Euro in der Kriegskasse. Aber es geht vor allen Dingen darum, zu verstehen, wo will ein Verein hin? Und bei Tennis Borussia habe ich es nicht verstanden, dass man in die Berlin-Liga wollte. Aber jetzt weiß ich es. Jens, ich habe den Überraschungsgast vor der Sendung versprochen. Der ist jetzt auch da. Ich mach mal an hier. Ein Überraschungsgast. Daniel Vollbart, hörst du uns?
Ich höre euch. Hallo Jens, hallo Frank, ich grüße euch. Olli, du siehst gut aus. Ja, danke. Tollen Vatertag. Ich begrüße Daniel Vollbart, aktiver Trainer beim Berlin-Ligisten Malsdorf. Hast du attraktiv gesagt? Ich bin attraktiv, meinte er. Ach so, da muss ich... Aktiv, ich habe aktiv gesagt. Aktiver Trainer beim Berlin-Ligisten... Jetzt bringt man den Frank ganz aus dem Konzept. Kann man nicht. Eintracht Malsdorf und Ex-TB-Trainer. Daniel, du kennst die ganzen Abläufe bei Tennis Borussia. Du warst, glaube ich, ab 2013 bei den Veilchen, richtig? Richtig. Bis 2017 bist du auch dann von Jens Rethig entlassen worden. Nee, das ist schon mal falsch. Wollen wir mal ein bisschen Schärfe hier reinbringen? Das ist keine Schärfe, das ist Unwahrheit, die du da reinbringst. Daniel, du hast das verfolgen können, diesen ganzen Stress mit der Geschäftsstelle, die Absetzung von Jens Rethig, dieses Leid auch in der Kommunikation mit den Fans und Jens Rethig. Wie ist deine Meinung darüber? Was ist da falsch gelaufen? Naja, ich habe es ja so ein bisschen als Außenstehender auch nur mitbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man muss eigentlich viel, viel weiter zurückspulen und kann jetzt nicht einfach so anfangen und sagen, was ist da passiert? Es ist ja eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit verstehe ich zum großen Teil nicht, weil genau diese Leute, die denn gegen Crunchwitter beziehungsweise gegen Jens Rethig geklagt haben oder klagen, waren diese Leute, die ihn damals 2017 auch wie ein Messias empfangen haben. Und das muss man ganz ehrlich sagen, Jens Rethig hat seine Art, die hat er schon damals gehabt, als er mit uns die ersten Gespräche in seinem Büro gehalten hat, damals mit TB-Verantwortlichen. Ja, und für mich ist es unglaublich, damals war es den Leuten völlig egal, ob SI, die jahrelang Tennis Borussia die Treue gehalten haben, weggejagt werden oder nicht. Hauptsache Jens Rethig übernimmt, Hauptsache Jens Rethig steckt da viel, viel Geld rein und rettet den Verein vor einer erneuten Insolvenz. Ja. Also ich muss sagen, da wurde ganz, ganz viel vergessen, was in der Vergangenheit überhaupt passiert ist. Die gegenwärtige Situation kann ich einfach nicht beurteilen, die kann ich auch nur aus der Ferne einfach beurteilen. Aber ich weiß, wie der Verein läuft und ich musste auch Jens recht geben, er hatte vorhin in einem Satz gesagt, dass da eine extreme Profilierungssucht in diesem Verein einfach herrscht. Ja, dann hast du Erfolg, dann kommen da Leute, die in den 70er Jahren mit Hans Rosenthal zusammengearbeitet haben, kommen dann wieder um die Ecke geschossen und wissen dann auf einmal wieder alles, wie man Fußballverein führt, die wissen alles über Fußball. Und dass die Fanszene nicht sehr leicht ist, habe ich am eigenen Leib gespürt, nachdem ich Trainer in Malsdorf wurde, als dieses Spiel Tasmania gegen Malsdorf war. Da habe ich selbst am eigenen Leib gespürt, wie die Fans so sein können. Was würdest du ihm, schauen wir mal Jans, ins Jahr 2016, 2017 zurück, was hättest du ihm damals geraten, bevor er diesen krassen Einstieg wählt, auch finanziell? Naja, man muss mal eins sagen, Jens war ja damals noch ein bisschen im Hintergrund zu meiner Zeit. Ja, er ist ja dann erst Vorstandsvorsitzender geworden, als ich dann weg war von Tennis Borussia. Ich habe in diesem Verein alles gemacht. Es war ja sportlicher Leiter, U17-Trainer, U9-Trainer, erste Männer-Trainer. Also ich habe ja da, glaube ich, alles in diesem Verein gemacht. Und deswegen war ich da auch ein bisschen, muss ich zugeben, auch mit einer gewissen Selbstkritik in meiner eigenen Welt. Ja, und man muss auch akzeptieren, selbst als Fan, dass Leute, die die Musik bezahlen, auch oft bestimmen, was gespielt wird. Ja, man kann dann nicht immer sagen, so und so muss es gemacht werden, dass da natürlich jemand, der viel Geld gibt, auch ein bisschen die Schlagzahl vorgibt. Verstehe ich. Kommunikation mit den Fans hin und her, ja, aber irgendwo muss ein Verein auch geführt werden. Und das kann man nicht mit 20 oder 30 verschiedenen Meinungen machen. Das geht nicht. Wir haben es oft genug erlebt zu meiner Zeit und es geht einfach nicht. Ich habe dich mal erlebt nach einem Oberligaspiel, warst der Held damals bei TB, die Fans, du hast mit den Fans nach dem Spiel zusammengesessen. Wie ticken die Fans bei Tennis Borussia? Wie kann man überhaupt zukünftig, wie kann man TB weiterbringen, finanziell mit den Fans zusammen? Naja, gut. Ich denke, es muss jemand einfach auch aus ihrer Szene das Zepter übernehmen, der auch dieses gewisse Spielgeld hat. Ganz einfach, der auch ihre Einstellung teilt und dann auch wirklich diesen Weg, den sie möchten, noch einfach gehen. Aber es geht nur mit jemand, der vorangeht und auch viel Geld hat. Und das ist auch richtig, was Jens erzählt.
dass diese Romantik, dass man aufsteigt von der Oberliga in die Regionalliga und höher, das geht einfach nicht mit 500 Zuschauer im Rücken, so hart wie es klingt. Ja, man braucht Zuschauer, man braucht Fans. Ja, aber Geld regiert die Welt, dieses Wort, dieses Sprichwort gibt es schon seit über 100 Jahren, glaube ich. Und es ist leider so, ja, dass die Mannschaften, die oftmals das meiste Geld haben, auch einfach vorne mitspielen. Es gibt mal Ausnahmen wie Lichtenberg und vielleicht Piraten oder wie jetzt Stern, die einen tollen Job machen mit Anitura bei uns in der Liga. Ja, aber letztendlich, wenn man höher will als die Oberliga, ist es einfach so. Volli, man darf auch einzig vergessen darin, die Situation ist, ich glaube, da, genauso wie du es sagst, ja, ich meine, ob das Lichtenberg ist am Ende oder ob das Tennis Borussia ist, das ist am Ende nicht Magdeburg oder Rostock. Die haben eine Fanszene. TB, ob da 500 sind oder 1000. Ich meine, die Zuschauereinnahmen helfen dir da, genauso wie du es sagst, dann einfach nicht mehr weiter, weil du ja ein ganz anderes Massenverhältnis brauchst. Also wenn wir jetzt über Magdeburg reden würden oder wir würden jetzt über Rostock reden oder wir würden neben einer noch über Vereine reden, die dort irgendwie 10.000 Dresden, die da irgendwo in der Größe oder Kaiserslautern, die in der dritten Liga sind, die haben Cottbus wegen meiner auch noch, aber Tennis Borussia, ob da 500 kommen oder 1.000 oder zu Lichtenberg kommen 250 oder zu Rathenow gehen wegen meiner auch 280, davon leben ja die Vereine nicht und das ist genauso, wie du sagst. Jens, die sportliche Zukunft bei Tennis Borussia. Jetzt hängt es natürlich entscheidend davon ab, wie die Invest sich verhalten in den nächsten Monaten, welches Geld reinkommt. Es gibt ja gewisse Transfererlöse auch, soll ein Grundstück verkauft worden sein, damit man an Geld kommt. Also viele ja, das hatten wir damals ja schon vorbereitet, alles. Auch der Transfererlös von Philipp, also all diese Situationen sind geflossen. Mhm. Ich glaube, in 4 Tranchen sind die geflossen. Und das Grundstück, ich glaube, das müsste veräußert sein mittlerweile. Und ich denke, das hat auch dem Verein geholfen, über diese Saison erstmal zu kommen. Und ich hoffe, dass wir eine Situation haben werden, wo Tennis Borussia unabhängig von den Schwachsinnigen, sage ich mal, dort in einer Situation auch trotzdem substanziell irgendwann nach vorne gehen kann. Die Spieler, die du noch verpflichtet hast, sind ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass TB jetzt da oben steht und wahrscheinlich auch nach der Quotienten. Das niemals ich alleine, das war der gesamte Vorstand. Okay, der gesamte Vorstand. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Spieler, die dort verpflichtet wurden, und da möchte ich auch mal Emphase setzen, waren immer eine explizite Äußerung des Trainers. Der Trainer hat bei mir volle Handlungsgewalt. Das war sowohl bei Thomas so als auch bei Dennis. Und die Mannschaft steht dort, weil wir in einer Situation uns immer auseinandergesetzt haben über die Spieler, darüber diskutiert haben. Und ich habe dort keine Verpflichtung alleine vorgenommen. Es war immer eine Teamentscheidung. Gut, du sprichst ja jetzt noch mit den Spielern. Du hast noch Kontakt. Dennis Gutrieb ist ja nicht mehr Trainer bei Tennis Borussia. Aber die Spieler, die jetzt noch Verträge haben, was hört man denn von denen eigentlich im Moment? Haben die Abwanderungsgedanken? Hast du keinen Kontakt? Ich habe Kontakt, aber wenn du was von den Spielern willst, musst du mit den Spielern reden. Ich meine, ich sag mal, ich habe ja Kontakt zu den Spielern, weil wir da eine Vertrauensbasis haben miteinander und ich werde sicherlich nicht in irgendeinem Interview irgendwas darüber sagen, was die Spieler mit mir besprechen. Ich bin da völlig ahnungslos. Kurzen Kommentar von Michael Dünnwald. Herzlich willkommen, Michael. Neue Sponsoren stehen ja bei TB nicht auf der Liste. Aus diesem Grund wird auch mit Aussage Brombosch der Quotient, der Quotenaufstieg nicht vollzogen. Wie denkst du darüber, Daniel? Das ist natürlich sehr, sehr schade für Dennis Kutrieb und für die Mannschaft, weil sportlich haben sie alles erreicht, aber man muss sagen, wenn denn die Vernunft halt siegt, weil man die Regionalliga nicht stemmen kann finanziell, dann finde ich das fairer, als wie es viele Vereine machen, die dann einfach in der Regionalliga aufsteigen und dann einfach während der Saison pleite gehen und dann da eine Chaosliga entsteht, wie hier Nordhausen, Siehe, Erfurt. Es gibt ja noch viel mehrere Beispiele in den letzten Jahren. Dann finde ich das vernünftig, dann hat man dort vernünftig agiert, wenn man das Geld nicht hat, um solche Saisonen stemmen zu können. Aber es ist, wie gesagt, immer für den Trainer und gerade für die Spieler, die viel Herzblut da reingelegt haben, sehr, sehr, sehr schade. Zeigt aber natürlich, Daniel, auch das Versagen, sag ich mal, in einer Situation, weil wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und das Thema ist, man hat ja gesagt, groß angekündigt, es gibt genug Leute, die dort diesen Verein finanziell stützen. Und das ist etwas, wo immer wieder versucht wird, über so eine Salamitaktik etwas vorzugaukeln. Und am Ende merkt man, nee, ist doch nicht so. Und das ist das, was mir momentan überhaupt nicht an Gebler, Hoffmann und Friede gefällt. Brombusch,
auch wenn er in der Fußballszene eigentlich aufgrund seiner Altersstruktur schon völlig raus ist, ist trotzdem jemand, der erstmal dort sicherlich etwas blauäugig hineingegangen ist. Aber am Ende muss der Vorstand in der Situation, wenn du Erster wirst in der Oberliga und du dich entscheidest, so einen Weg zu gehen, wie man nun mal gegangen ist, auch mit dem alten Vorstand, auch einen Andreas Vogt dort rauszunehmen, dann muss man halt auch da ganz klar sagen, dann muss ich einen Plan B haben. Und ich meine, ahnungslos dort reinzugehen, wie sie es gegangen sind, also das zeigt einfach, dass das die falschen Leute für den Verein sind. Entschuldigung. Jens, wenn Günther Brombosch nach in 4 Monaten zu dir kommen würde, Jens, wir müssen uns mal unterhalten, rette diesen Verein, wir wollen weitermachen, wir wollen nach oben kommen. Willst du mit ihm in das Gespräch gehen oder sagst du erstmal, müsst ihr die Strafanzeige wegen Unterschlagung wegnehmen? Man muss hier gar nichts wegnehmen. Ich in einer Situation, Frank, wenn man denkt, man muss Strafanzeige stellen, muss man Strafanzeige stellen. Also wenn jemand glaubt, durch mein eigenes Geld veruntreue in einem Verein, okay, gut, alles klar, das kannst du nicht fragen, wie intellektuell ist das und macht das Sinn? Wenn Günter Brombusch, zu dem ich immer noch inhaltlich nichts sagen kann, ich glaube, dass er irgendwo Bauernopfer in diesem Verein ist, deswegen hat man ihn so ein bisschen vor den Karren gespannt. Wenn er mit mir reden will, kann er immer mit mir reden. Nur die Situation ist halt die, wir werden sicherlich nicht mehr über Tennis Borussia in einer inhaltlichen Struktur reden, weil dieser Verein für mich ein strukturelles Problem der Fanszene hat. Und diese Thematik regiert dort. Und das muss man akzeptieren. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe mir den falschen Verein ausgesucht. Ich wähle mir aber den falschen Verein nicht zweimal falsch aus. Daniel, schönen Gruß von Daniel Totinak. Ich hoffe, ich habe das richtig aus. Totinak, ja. Daniel Vollbart, mit Abstand beste Trainer und Fußballfachmann in Berlin. Oh, nett gesagt. Dankeschön. Der uns aber vielleicht auch sagen kann, wie man die Kuh da vom Eis kriegt bei den Veilchen. Wie kann es laufen? Was wäre so das beste Modell, Verbindung, Fans und Geldgeber? Na, ich hatte es ja schon gesagt, wahrscheinlich muss jemand aus den Fankreisen, jemand, der aus diesen Kreisen halt kommt, auch vielleicht mal das Zepter komplett übernehmen, der auch diese finanzielle Spielkraft hat einfach, wenn man höher möchte. Oder man muss idyllisch werden. Und zu meiner Zeit hatte man gesagt, man kommt in die S-Bahn-Liga zurück, also sprich Berlin-Liga, und muss halt Berlin-Liga-Fußball in den nächsten Jahren spielen. Ich meine, wir hatten eine tolle Zeit in der Berlin-Liga mit wahnsinnig viel Zuschauern, es war eine super Stimmung, wir hatten mediales Interesse, was sehr, sehr extrem damals war, und dann muss man halt wieder diesen Schritt in die Berlin-Liga zurück machen, oder nochmals, man hat jemand aus ihren Kreisen, der diese Wege mitgeht und sagt, okay, ich habe dieses Geld, wir können dieses Geld auftreiben, und dann geht die Richtung nach oben, weil das Potenzial gerade durch diese fantastische Jugend, weil TB hat ja mit dem Namen eine wahnsinnige Strahlkraft. Ja, man muss ja kaum Spieler scouten zur TB. Die Jungs kommen ja alle dorthin und sind ja genug Spieler wie Boateng, wie Maximilian Philipp. Die sind ja auch dahin gegangen und sind ja da auch groß geworden in diesem Verein. Und deswegen wird das vielleicht der Weg sein, weil solche Menschen, die vielleicht anders denken, so wie Jens Redig, und da waren ja genug andere noch, ja, die passen denn wohl letztendlich doch nicht in diesem Verein. Ja, obwohl es sehr, sehr schade ist, weil ich muss sagen, wir haben damals mit Andreas Vogt, wo ich auch Jens Redlich absolut recht gehe, und Bernd Fiedler, ohne ihn würde dieser Verein nicht existieren. Er ist wirklich an seine Grenzen auch gegangen damals. Deswegen umso bedauerlicher finde ich die Situation, wie er gehen musste. Ja, und ja, die Situation ist nicht bedauerlich, dadurch, sie ist schäbig. Gut, das sind klare Sätze. Ich finde sie auch nicht schön. Wie gesagt, ich kann mich ja nur wiederholen, Franziska Hoffmann, Gebler, haben sich ja empfangen wie Messias. Das muss man ja wirklich sagen zu meiner Zeit. Und da war es egal, was ein Daniel Vollbart vorher 4 Jahre in dem Verein geleistet hat, was die Familie Stolle über Jahrzehnte in diesem Verein geleistet hat. Das war ja da völlig egal. Stolle Senior. Ja, aber es war, gut, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Letztendlich wurde diese Familie dann auch vom Hof gejagt, wie so ein räudiger Hund. Möchten hier kein TB-Bashing betreiben. Ich hatte auch den Pressesprecher von Tennis Borussia, Tobias Schulz, gebeten, mir ein Interview zukommen zu lassen oder mit ihm zu sprechen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurde das erstmal abgelehnt, aufgrund dieses Strafantrags, aufgrund des laufenden Verfahrens. Muss man akzeptieren? Ja? Natürlich. Jens, eine Frage habe ich per E-Mail bekommen von Mario Gierwert. Es geht um das zweite Gerücht. Der BFC Preußen hat ein eigenes Stadion. Der BFC Preußen hat eine eigene Jugend.
und der BFC Preußen hat Abu Chaka. Warum wollt ihr da nicht weitermachen? Also ich lehne eine Aussage auf dieser Ebene völlig ab. Vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht. Also das war jetzt ein bisschen schmunzelnd gemeint von ihm, ja? Weil das ja, von mir war es so gemeint, wie ich es gesagt habe. Am Ende sage ich dir mal eins, Frank. Was soll ich denn zu dem Schwachsinn sagen? Zu dem Gerücht. Stimmt nicht, ja? Es gibt Gerüchte, aber also, ich verstehe jetzt nicht mit den ganzen Dingern, die du da offiziell hast mit Abu Chaka. Was ist deine Frage? Also das Gerücht ist da, dass du mit Abu Chaka verhandelst, bei Preußen mit einzusteigen. Abu Chaka. Ja, verhandelst bei Preußen einzusteigen. Es ist nur ein Gerücht, er schreibt es ja auch. Ich weiß nicht mal, dass überhaupt Abu Chaka, ist nicht, wo gerade der Thomas Hessler irgendwie einen 5-Jahres-Vertrag gekriegt hat? Genau, richtig. Die haben eigenes Stadion. Ich wusste bis zum jetzigen Zeitpunkt, da kannst du mal sehen, wie ahnungslos ich bin. Ich wusste noch nicht mal, dass Abu Chaka überhaupt mit BFC Preußen verhandelt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das könnte ja so eine TB-Nummer sein jetzt gerade. Also so eine Aussage könnte zum Beispiel auch von Tennis Borussia kommen. Also Frank, versau mir das nicht. Ich probiere immer den Jens nach Mahlstoff zu locken und jetzt versau mir das nicht, ja. Dann gibt's das nächste. Nächste Gerücht, genau. Ja, das nächste Gericht. Blau-Weiß 90 Berlin mit Michael Meister. Das wäre doch ein richtiges Tandem, oder? Du. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Michael Meister in vielen Situationen auf privater Ebene auch gesprochen. Nicht fußballmäßig, weil Michael Meister ist jemand, er ist einfach ein Typ. Ja, kannst mit denen Schnitzel essen, kannst mit denen Bier trinken, kannst eine Cola trinken, kannst mit dem sitzen, kannst auch mal sagen, pass auf, bist ein Arsch, sagt er dir, bist du auch ein Arsch, sag ich jetzt mal so, schätze ich ihn ein, auch wenn wir da noch nicht so intim waren, aber das Thema Blau-Weiß 90 kommt für mich nicht in Frage, weil kein Unterbau vorhanden ist. Okay, dann lassen wir es jetzt mal mit der Gerüchteküche, die ich ja so liebe, kennt ihr mich ja. Zukunft, wenn ich jetzt schon so geballte Berliner Fußballkompetenz zusammen habe, überhaupt ja, Zukunft. Also ich habe die Gerüchteküche, es gibt noch eins, ich soll beim nächsten Hollywood-Streifen Brad Pitt ersetzen als Körperdouble. Troja 2, aber leider nur fürs Pferd. Das hat ja nichts mit Fußball zu tun, Jens. ich habe ja geballte Fußballkompetenz hier und möchte euch ja befragen, Zukunft Berliner Fußball überhaupt. Immer weniger Fans, viele Geldgeber, aber keine Fans. Wo geht der Weg des Berliner Fußballs hin, Daniel? Was denkst du? Oh, jetzt, ich glaube gerade so nach der Corona-Zeit ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Ich muss sagen, diese viele Vereinsmeiereien nervt mich ja schon seit 20 Jahren, wenn ich im Trainergeschäft bin, wenn ich nur den Tempelhofer Damm runterfahre. Ich glaube, da sind innerhalb von 1 Kilometer sind 7 oder 8 Vereine verwurzelt. Und es wird sehr, sehr schwer, da eine Prognose zu machen, Frank. Ob die Zuschauer mehr oder weniger werden, kann ich so nicht beurteilen, weil ich sehe, wie 47 aufblüht. Auch die Zuschauer dahingehend, die wirklich fantastisch machen, mein alter Verein. Ja, ich kann es einfach nicht sagen. Ja, ich finde es gut, dass auch mal mit Sterne Mannschaft es geschafft hat, die vielleicht nicht so einen finanziellen Kraftakt haben, weil sie einfach auch einen fantastischen Trainer haben. Und es ist einfach schwer zu sagen. Ich kann da keine Tendenz im Moment sehen. Man muss auch sehen, wie überleben die Sponsoren der jeweiligen Vereine ja auch diese Krise. Es gibt ja genug, die vielleicht auch gebeutelt werden, die vielleicht weniger Geld haben, um Geld reinzustecken in die Vereine. Es wird sich vielleicht einiges ändern. Wie wird der Berliner Fußballverband entscheiden? Wird der Berliner Fußballverband die Ligen aufstocken? Wird er Aufsteiger, Absteiger machen? Wir wissen ja in unserem Bereich eigentlich gar nichts, wenn man ehrlich ist. Also schwere Prognose, Frank. Ich kann es nicht beantworten. Jens, es wird immer über die dritte Kraft in Berlin gesprochen. Wer hätte derzeit das Potenzial dazu? Niemand. Keine Mannschaft? Nein. Auch BHK nicht? Ich glaube, ich habe es ja damals schon gesagt, das Problem ist, es gibt Hertha und es gibt Union und danach gibt es nichts eigentlich so. Ja, ich glaube, dass viele, viele Vereine, ob das jetzt Viktoria ist, ob das ein Ali Hahn ist, dieser Mann pumpt da so viel Herzblut auch rein und es gibt so viele großartige Konstruktionen, ja, selbst auch darin, auch Hertha 03 Zehlendorf, auch mit Niromant, das ist eine Situation, die funktioniert, die ist substanziell behaftet, das ist alles etwas, das muss man auch ganz klar sagen, das ist alles, das hat alles Hand und Fuß, alles auf seiner Ebene.
Es wird niemals eine dritte Kraft geben, es sei denn, es gibt Kapital. So, das ist das Thema. Es geht leider, ich würde gerne was anderes sagen, auch ein Jens Redlich alleine wird das nicht machen und ein Ali Hahn alleine wird in der Situation auch merken, dass es immer schwieriger wird und ein Verein wie Viktoria wird das merken. Das Problem ist, es geht am Ende show me the money. Ja, also das ist das Thema. Und der Fußball hat sich verändert und wer davor die Augen zumacht, der wird am Ende sehr alleine sein. Bloß, da würde ich noch mal ein bisschen einhaken gerne, Frank. Ja, gerne. Weil ich muss sagen, letztendlich habe ich das immer persönlich erlebt, gerade noch als ich in der Oberliga war, dass es für mich Dynamo, auch wenn es nicht sehr, sehr viele gerne hören, eigentlich auch diese Fanpower hat. Wenn die ins Pokalendspiel kommen, dann sind da einfach mal 6.000, 7.000 Leute, die sie mobilisieren können. Absolut. Glaube, wenn der Verein wieder ein bisschen größeren sportlichen Erfolg hätte, ja, weil die Anlage ist da, dieses Stadion ist da, sie haben wahnsinnig gute Trainingsbedingungen. Ja, also ich glaube, dass wenn jemand dritte Kraft werden könnte, aufgrund auch dieses Potenzial, was hinten dran ist, Wer ist meiner Meinung nach Dynamo, glaube ich. Weil ich habe es gesehen auch jetzt im Winter. Muss man aber auch eins dazu sagen. Ich meine, der Herr Peter Mayer hat ja natürlich da auch einen riesen Job gemacht. Also ganz klar, ich weiß nicht, wie oft die Pokalsieger geworden sind. Die haben ja selbst mit gegen Dynamo im Halbfinale mit 2-1 verloren. Und in dem Jahr haben sie dann den Einzug in den DFB-Pokal geschafft. Das sind Themen, die sind natürlich da. Aber auch da wird dann halt irgendwann die Frage sein, kann man darin, das ist das eigentlich das gleiche Spiel wie bei TB, kann man darin genug Leute vereinen? Und das unterschreibe ich mit meinem Blut, Daniel, da ist das Potenzial der Fanszene deutlich höher als in jedem anderen Berliner Verein, den man irgendwo auf der dritten Ebene sieht. Absolut. Das ist ja meine Rede, weil du ja vorhin von Magdeburg und so geredet hast. Ja, das ist es. Ja, das kommen denn einfach mal zigtausend Zuschauer? Zu 100%. Ja, Jens, wir haben ja deinen Einspieler eben gesehen. Mehrere Vereine, geballte Vereine sollten sich zusammentun. Zu einem Verein, ja, einen Verein gründen, der die geballte Kraft auch hätte, professionell arbeiten zu können. Warum ist das nicht möglich? Ganz kurz. Warum ist es nicht möglich? Du hast ja, glaube ich, auch mit Ali Hahn Gespräche geführt. Es ging auch darum. Warum ist es nicht möglich, ist das ein Berlin-spezifisches Problem? Viele Köche verderben den Brei, jeder will hier seine Nummer schieben, ja? Sorry, natürlich. Ich glaube, dass es immer wie im Marketing ganz viele Themen sind. Es gibt ganz viele Leute, die in der Situation gewisse Interesse haben, in der Situation im Fußball erfolgreich zu sein. Warum? Weil man in der Situation vielleicht das Interesse hat, einen Verein nach vorne zu bringen, weil man vielleicht narzisstische Gedankengänge dahinter hat, weil man vielleicht auch strukturelle Gedankengänge dahinter hat, egal was. Es gibt auf jeden Fall genug Geld. Das ist das Thema, das ist das Positive. Es gibt genug Geld in einer Situation, das hinzubekommen. Das Thema ist nur, das Hauptproblem ist, du brauchst irgendwo auch eine Marke. Ein Verein neu zu gründen macht keinen Sinn. Das ist schon BFC, absolut. Das ist eine Situation wie Tennis Borussia. Dann geht's natürlich immer aus den historischen Themen wieder. Da kommen wir da wieder rein. Wer vergleicht sich mit wem? Wie ist das? Ist das links? Ist das rechts? Ich glaube, das muss man ablegen. Und solange wie wir das nicht ablegen und die Vereine nicht professionalisieren mit einem Wirtschaftsgedanken, wird das nicht funktionieren. Und dann eigentlich braucht man die 3-4 starken Leute oder den großen Investor, um eine dritte Kraft zu schaffen. Anders wird es nicht gehen. Daniel, hatte dich TB eigentlich angesprochen? Die suchen ja jetzt einen Trainer. Warst du da im Gespräch? Nein, wir hatten gar keinen Kontakt. Und ich muss auch sagen, dass auch mit dem Interview jetzt hier, wenn wir fertig sind, auch das Thema für mich TB dann auch endgültig erledigt ist. Wie gesagt, ich habe genug Undank geerntet bei diesem berühmten Spiel hier Mahlstock gegen Tasmania und der Stachel sitzt noch viel, viel tiefer als damals meine Entlassung, muss ich sagen, weil man kann nicht immer von jedem erwarten, dass er sich gut benimmt, wenn man sich selber nicht gut benimmt, ja, und dankbar ist. Und deswegen sind es Sachen, wie gesagt, nach diesem Interview ist auch dieses Thema TB für mich ein und alle Male ad acta gelegt. Jens, wir haben viel von dir heute gehört, auch bezüglich der Zukunft, dass du in keinem Fußballverein so schnell einsteigen willst. Also wer dich kennt, ja, mit deiner Power, mit deiner Fußballbegeisterung, der kann doch nicht glauben, dass du wirklich in Kürze dir keinen Verein suchst, wo du investierst.
Nach den ganzen Gerüchten jetzt, die ich gehört habe, können viele irgendwas nicht glauben. Also die Situation ist, Frank, du darfst auch eins nicht vergessen, ich habe eine Lebenssituation, ich kann, aber ich muss nicht. Und das Thema ist, genauso wie bei TV, ich wollte, aber ich musste nie. Und Tennis Borussia war schon eine Herzensangelegenheit, völlig selbstlosen Charakters, muss ich sagen, weil diese 2,5 Millionen habe ich dort reingegeben, weil ich es wollte und nicht, weil ich es musste. Und die Situation ist halt so für mich, es war halt am Ende, ich habe mit Daniel auch mal zusammengesessen, das war halt einfach der falsche Verein in einer Situation, weil die Leute, die dort in den Bereichen drin sind, das Falsche wollen. Da geht es nicht um Profilierung, sondern da geht es ausschließlich um Profilierung, da geht es nicht um sportliche oder wirtschaftliche Themen. Und es war ja auch ganz lange so, dass man immer gesagt hat, Daniel und ich, wir verstehen uns nicht. Und da, es wird so viel geredet, also es wird so viel geredet. Und ich kann dir wirklich sagen, ich hab wirklich gute Leute gesehen, auch jetzt Stern 1900, unabhängig davon, dass ich die Meinung nicht von Bernd Fiedler immer teile, die finde ich, das ist eine super funktionierende Nummer. Ich finde Niromant in seiner Sache, finde ich gut. Das muss man auch mal ganz klar anerkennen. Ich finde Meister, was er da auf die Beine stellt, auch in Ordnung, ja, auch wenn das alles ganz schwierig ist. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, also BFC Dynamo, BAK, wir haben ganz viele Facetten da drin. Und jetzt auch Lichtenberg, da muss man auch mal überlegen, Daniel, wenn man das mal sieht, so Lichtenberg, auch diese ganze Nummer, wo man da durchgegangen ist, alles ein Schritt zum anderen und ob die gerade nur mit Ingo Kalisch, es gibt ja tolle Vereine, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwo ist auch mal gut und dann musst du in der Situation auch wachsen und das kann mit so einer Energie nicht irgendwo reinwachsen, wenn du einfach nur versuchst, künstlich was zu überzeugen. Und Tennis Borussia hat mich ja auch schlauer gemacht. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich nicht hingehöre und das ist in diesem Verein. Warum? Weil einfach ich überhaupt nicht zu vereinen bin mit dieser linken Fanszene, mit diesen partiellen Bereichen, auch nicht mit Leuten wie Gebler oder mit Kühnert, in diesem ganzen linken Sodom und Gomorra. Ich bin ein Typ, ich stehe in der Mitte und in dieser Mitte stehe ich. Ich bin nicht für Extreme, weder für links noch für rechts. Und solange wie Extremisten mich versuchen, da in irgendeine Richtung zu bringen, muss ich ganz klar sagen, ist das nicht mein Verein. Und von daher nehme ich mir ganz viel Zeit, gehe eine Runde schwimmen, fahre ein bisschen Boot und trinke mal das eine oder andere Getränk. Letzte Frage an beide. Trainerfrage, Tennis Borussia Berlin. Jens, was denkst du, wer wird's? Ja gut, das ist jetzt keine große Spekulation mehr. Ich sag mal, das ist ja Zische. Der war ja damals bei uns auch gewesen. Wir haben uns dann von ihm getrennt, weil er da noch eine Option brauchte. Er hat im Jugendbereich trainiert bei uns, als ich da war. Da habe ich zu Andi gesagt, ja, was will er? Ja, er möchte die Option haben auf die Bundesliga. Da habe ich gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Ich möchte Planungssicherheit, dann muss er gehen. Es hat aber nichts mit seinen Qualitäten zu tun. Die Qualitäten sind vorhanden. Auch Psyche, der funktioniert. Kommt, wenn die Mannschaft in die Regionalliga geht, kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall ein Mann, mit dem man absolut arbeiten kann. Also von daher wäre das eine gute Entscheidung, aber sicherlich auch ein Typ, der die Regionalliga sucht und nicht die Oberliga. Daniel, was denkst du? Naja, die Vögel pfeifen es ja von den Dächern, dass es wahrscheinlich Markus wird, den ich ja damals zur TB geholt habe. Für mich in erster Linie ein großartiger Mensch. Er ist ein sehr guter Freund von mir geworden in der Zeit. Ein loyaler Mensch vor allen Dingen und hat sich in den letzten Jahren auch wirklich sukzessive hochgearbeitet. Ist sehr strukturiert, geht an den Sachen ran. Also es wäre für TB wirklich auch nach seiner erfolgreichen Arbeit wirklich auch ein Trainer, der da 1:1 gleich reingeht und auch dort seinen Weg machen wird, Markus. Und ich glaube, dass Markus sogar die Liga höher trainieren müsste vom Fachwissen, von dem, was er inzwischen kann. Er ist inzwischen Fußballlehrer, muss man dazu ja auch sagen. Und ich wünsche Markus, wenn das ist, wünsche ihm alles gut und viel Erfolg. Absolut. Absolut, Daniel. Absolut. Gut, das war's auch schon. Möchte mich herzlich bedanken beim Ex-TB-Vorstandsvorsitzenden Jens Redlich. Sehr und gerne. Beim BSV Eintracht Mahlsdorf-Trainer Daniel Vollbart. Ich wünsche euch alles Gute, Dankeschön. Vor allen Dingen Gesundheit und Erfolg. Ja, Dankeschön. Ja, auch Frank. Dankeschön. Danke, tschüss. Danke, Frank. Danke dir. Bis dann. Volli, bis dann.
Thank you.